Ja, schönen Tag, ihr Lieben. Es ist ein schöner Sonnentag heute. Und ja, ich glaube, euch geht's auch so. Ihr könnt schon das Wort Pandemie nicht mehr hören. Denkt bitte dran, zieht eure Masken an und ja, wascht euch die Hände. Ihr denkt ja, das ist ja dran. Ja, es geht um Umweltschutz. Ich möchte meine Gedanken mit euch teilen. Gestern habe ich einen wunderschönen Tierfilm gesehen, aber auch ein bisschen traurig hat es mich gemacht. Es wurde, glaube ich, im Hessischen Rundfunk gezeigt. Und zwar haben sie da das Meer gezeigt mit den Korallenriffen. Und aber auch leider, dass die Korallenriffe so langsam absterben, teilweise. Es gibt natürlich noch sehr viele Korallenriffe. Und ja, sie haben gezeigt, wie die Korallen sich vermehren und ja, dass es da unten im Meer eine wunderschöne Tierwelt gibt mit wunderschönen Fischen und ja, Walen auch und Haien. Und dass das eine ganz eigene Welt ist, haben sie Bilder gezeigt, wie die Sonnenstrahlen da runterfallen ins Meer. Und wie sich die Tiere dort unten verhalten. Ja, und leider haben sie da einen Wal gezeigt mit dem Baby und dass dieser Wal auch um sein Baby getrauert hat. Und das hat mich so ein bisschen belastet, weil sie gesagt haben, dass dieses Mikroplastik in die Muttermilch des Wals gelangt. Und ja, das Polyethylen ist eben giftig im Meer. Und ich bitte euch, wenn ihr beim nächsten Einkauf nochmal drauf achtet, bitte, dass ihr eure Netze mitnehmt und auf plastikfreie Ware achtet. Ja, ich habe schon viele gute Dinge jetzt in letzter Zeit gesehen, zum Beispiel Zahnseide in einem Pappkarton und auch Shampoos gibt es jetzt mittlerweile. Kurseife auch für die Haare. Natürlich wäre es schön, wenn das alles nicht so teuer wäre, wenn sie das günstig anbieten würden. Und ja, es gibt günstige Seife, günstige Haarseife. Und ja, jetzt kam ja dieses Reinigungsmittel auch raus, wo sie Flaschen verkaufen mit Brausetabletten. Ja, das ist im Moment auch etwas teuer, diese Brausetabletten. Es ist aber nur einmal eine Anschaffung von diesen Flaschen, die man sich da kaufen muss, diese Sprühflaschen. Ja, wer sich das leisten kann, den bitte ich einfach, ja, versucht, Plastik einzusparen. Ja, es wird zwar recycelt, aber ich verstehe das auch nicht, warum Plastik im Meer landet. So soll es eigentlich nicht sein. Der Boyne Sled versucht ja mit allen Methoden jetzt dieses Plastik aus den Meeren zu fischen, aber das ist ein kleiner Teil und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir das Plastik reduzieren, weil ja, so viel Plastik brauchen wir ja eigentlich nicht in der Welt. Ja, das wollte ich euch einfach mal mitteilen. Seid mir bitte nicht böse, dass ich euch jetzt da mit solchen Sachen belästige. Aber es soll ein Anreiz sein, ja, dass ihr ein bisschen drauf achtet und auch für die Firmen, für die Lebensmittelhändler ist es auch eine Herausforderung und die bemühen sich ja auch. Aber vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen nochmal eine Idee, wie man beim Obst Plastik einsparen kann, dass man weniger diese Ware anbietet in verpackter Form und ja, in den Märkten, also auf dem Wochenmarkt, bieten sie es ja meistens an, dass sie die Sachen in Papiertüten reinmachen. Und ja, ich würde mir das ganz, ganz arg wünschen, dass das jetzt mal ein bisschen eingedämmt wird und ich bitte Gott,